liebe Freunde des Turbocard Racers, da sind wir wieder bereits zu einem weiteren Rennen des Spieles Turbocard Racers auf dem amerikanischen Server Hypixel.net. Nebenbei ein Hinweis, unterdessen habe ich als erster Spieler 20.000 Runden mit dem Kart absolviert, was ja doch einigermaßen verrückt klingt. Heute fahren wir auf der Map Hypixel Grand Prix und mit dabei ist Adolin, der die Nummer 41 ist auf der Rangliste, also ein sehr schneller Fahrer, der auch aus der Schweiz kommt wie ich. Es wird sehr schwierig sein, gegen ihn zu bestehen. Und los geht's! Das Rennen ist gestartet. Adolin übernimmt sehr schnell die Führung und überholt mich gleich am Start schon. Er setzt hier beim Übergang eine Banane. Das war natürlich sehr raffiniert. Hätte ich die erwischt, hätte ich da ein Stück nochmals fahren müssen. Ich habe grüne Missiles bekommen, die schieße ich nach Adolin. Aber der Winkel ist ungünstig dafür. Meine Bananen lege ich hier in der Kurve ab. Adolin nach wie vor mit Abstand. Und die erste Runde ist vollendet. Ich bin immer noch an zweiter Stelle. Ja, die Brücke kommt wieder. Ich habe eine Red Missile bekommen. Die kann ich zielgerichtet schießen, aber sie rast in den Boden. Möglicherweise befindet sich hier irgendwo in der Nähe ein anderer Spieler, der die Missile abgelenkt hat. Sehr schade, nun habe ich aber eine Green Missile bekommen. Ah, da fahre ich in die Silly Bomb von Adolin und werde ausgebremst. Weiter die Treppe hoch. Und die zweite Runde ist vollendet. Ich schieße wieder eine Green Missile gegen ihn, aber Adolin ist zu weit weg. Ich kann ihn so nicht treffen. Sprung über die Brücke. Und ich bleibe dran, auch wenn sich der Abstand schon etwas vergrößert hat. Hier an der Küstenstraße entlang. Jetzt werden wir vom Blitz getroffen. Das heißt, unsere Karts werden klein und werden gedreht. Das hat Adolin etwas irritiert und er hat den Durchgang offenbar nicht erwischt. Aber er schießt mich ab mit einer Green Missile und kann mich schon wieder überholen. Wie ärgerlich. Ich schieße meine Red Missile ab um die Pfosten herum und es gelingt mir tatsächlich, ihn so zu treffen, sodass ich eine Überholmöglichkeit habe und als erster ins Ziel komme. Das war wirklich eine knappe Sache. Da hätte ich fast gedacht, dass Adolin doch gewinnen wird. Ein sehr enges Rennen. Gratulation an Adolin, der hier natürlich ausgezeichnet gefahren ist und genauso gut hätte gewinnen können. Die anderen Fahrer sind weit zurück. Als dritter kommt Goofy, spielt Minecraft ins Ziel. So,
tun und feiern wir hier unsere Triumphe. Es folgt wie gewohnt nun ein Zusammenschnitt von spannenden Szenen aus diesem Rennen in Slow Motion. Das war's schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wir sehen und hören uns bald wieder. Tschüss.